Hallo, 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 liebe Freunde und willkommen zurück zu Indiana Jones and the Last Crusade mit mir, eurem Retro Floppy. Ich hoffe, es geht euch gut. Ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt und mit mir diesen frustrierenden Teil, diese frustrierende Episode des Spiels, das Schloss Brunwald, bewältigen wollt. Ich bin aber gar nicht mehr ganz so frustriert wie am Anfang, denn ich konnte gestern nicht so gut schlafen und da hat mir YouTube ein Video vorgeschlagen. Die Rocket Beans haben vor kurzem auch Indiana Jones ins Last Crusade gezockt und sind an diesem Teil auch komplett verzweifelt, sodass sie am Ende irgendwie nur mit Cheats durchkamen und sich sogar noch schlechter angestellt haben als ich. Ja, das hat mich ein bisschen beruhigt. Jetzt weiß ich, hey, es geht nicht nur mir so, aber wir gucken mal. Ich hoffe, dass wir das Schloss bald hinter uns haben und unseren Vater befreit. Den guten alten Sean Connery. Den Pixel Sean Connery. Wir gehen jetzt erstmal hoch in den dritten Stock. Speichern. Dritter Stock. Okay, und dann gehen wir mal da rein. Halt, halt! Entschuldigen Sie, aber hier ist eigentlich Sperrgebiet! Soldat, Ihre Hosen sind ganz zerdrückt! Entschuldigen Sie, ich hatte keine Zeit zu bügeln. Und auch keine Zeit, den Fleck auf der Jacke zu entfernen? Nun, Sie wissen ja, wie der Koch alles mit seiner schlesischen Soße vollschmiert. Soße, Sie klauen, Sie verschwenden meine Zeit. Zur Seite. Natürlich, wie Sie befehlen, Sir. Nee. Nazis sagen nicht Sir. Nazis sagen, keine Ahnung. Ein Schäferhund. Was könnten wir diesem lustigen kleinen Schäferhund mal geben? Benutze Schweinebraten. Nee. Gib Schweinebraten an Hund. Wer ist ein guter Hund? Ja, du bist ein guter Hund. Eine gute kleine Kampfmaschine. Ja, lass es dir schmecken. Miam, miam, miam. So. Dann schauen wir uns mal den Pokal da oben an. Darauf steht, verliehen an Oberst Vogel, erster Platz 1937, Berlin. Buchverbrennungswettbewerb, Kategorie Taschenbücher. Oh, der Witz ist böse. Der Witz ist echt böse. Okay, dann öffnen wir die Schublade. Schaue an. Schublade. Hier ist ein Stück Papier. Nimm. Schublade. Nee, nimm. Passierschein. Schaue an. Passierschein. Der ist ganz wichtig. Ein Passierschein ohne Unterschrift. Mit einer Safe-Kombination auf der Rückseite. Ja. Das haben die Rocket Beans nämlich nicht gemacht. Die haben sich irgendwie nicht alles angeschaut und nichts mitgenommen. Der Passierschein ist sehr wichtig. Den können wir später von einem gewissen Herr mit Schnurrbart unterschreiben lassen. Und vor allem steht da die Safe-Kombination drauf, die wir brauchen. Denn mit der Safe-Kombination gehen wir jetzt zurück. Zurück in die Galerie, denn hinter dem Gemälde der Mona Lisa verbirgt sich ein Safe, den wir mit dieser Kombination jetzt öffnen können. Und was in diesem Safe ist, tja, das hilft uns am Ende weiter, denn sonst müssen wir wirklich nur rätseln und rätseln. Das sind jetzt gerade Parts, an die kann ich mich noch erinnern, diese ganzen Kämpfe und so und was man denen sagen muss, das habe ich vergessen, aber das weiß ich tatsächlich noch. Hinter dem Safe ist nämlich ein Gemälde des Grals und damit wissen wir am Ende, welchen Gral wir nehmen müssen. Benutze Passierschein mit Safe-Tür. Benutze Safe-Tür. Schau an, Passierschein. Ein Passierschein ohne Unterschrift mit einer Safe-Kombination auf der Rückseite. Benutze Passierschein mit. Öffne Safe-Tür. Ich benutze die Kombination hier.
Tada, der Safe ist offen. Schaue an, Gemälde. Das sieht aus wie ein Gemälde des Grals. Benutze. Graltagebuch. Schau an, das sieht aus wie ein Gemälde des Grals. Nimm, Gemälde. Das kann ich nicht mitnehmen. Nimm, Gemälde. Das brauche ich nicht mehr. Schau an, Gemälde. Das sieht aus wie ein Gemälde des Grals. Schau an, Graltagebuch. Ich sehe nichts, was mir jetzt weiterhelfen würde. Könnte. Okay. Gut. Das. Okay, dann wissen wir jetzt nur, ob der Gral leuchtet oder nicht. Denn hier haben wir gesehen, dass der Gral nicht leuchtet. Ich glaube, für die richtige Beschreibung des Grals hätten wir in den Katakomben in Venedig besser aufpassen müssen. Da musste ich ja einmal nochmal. Weil irgendwie mein Safe-Game abgeschmiert war oder so, musste ich ja von vorne anfangen. Und dabei habe ich vergessen, an einem Abschnitt eine Inschrift zu lesen. Dadurch wird das Ende ein bisschen schwieriger, weil mit der Inschrift, durch die Inschrift wissen wir, wie der Gral genau aussieht. Und das wissen wir gerade nicht. Tja. Egal, wir werden das schon hinkriegen. Und so wie es aussieht, sogar ohne zu cheaten, was ich gut finde. Ich weiß, das war jetzt für euch zum Zusehen vielleicht ein bisschen frustrierend. Aber selbst die Rocket Beans haben an diesem Part Stunden um Stunden gebraucht. Und dabei ein bisschen die nostalgische Liebe für dieses Spiel verloren. Wobei ich sagen muss, jetzt so im Nachhinein, schön zensiertes Bild, jetzt im Nachhinein, Fate of Atlantis ist ein um Welten, Welten besseres Spiel. Okay, wir gehen mal die ganzen Räume durch und gucken, was es hier so gibt. Hier ist nix. Oh, da ist der böse. Also hier, der da. Der ist richtig böse. Der haut uns mit einem Schlag K.O. Der ist nämlich richtig stark. Da müssen wir gleich nochmal runter in den Keller und. Okay, sonst gibt's hier nichts. Okay, wir müssen gleich nochmal runter in den Keller. Denn wir müssen den Pokal mit Bier füllen und dem Soldaten da anbieten. So. Denn dann trinkt er den ganzen Pokal voller Bier aus und ist dann etwas leichter zu besiegen. Ah nee, da wollte ich nicht lang. Weil der ist, ohne ihn betrunken zu machen, echt richtig schwer. Den bekommt man eigentlich kaum K.O. Und an dem müssen wir vorbei. Denn in einem der Räume weiter hinten ist, glaube ich, der Schlüssel für die Zelle, in der Henry, also Indys Papa, gefangen gehalten wird. Ah, nein, 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 ach man. Haben wir ein Autosave? Haben wir ein Autosave? Ja, da, gut. Ah, öffne Safe-Tür. Okay, schaue an, Gemälde. Das sieht aus wie ein Gemälde des Grals. Oh. Man darf nicht reden. Man darf nicht sich in seinem Redefluss verlieren. Man muss ständig irgendwie komplett da sein mit allen Gedanken und nicht solche total dummen Fehler machen wie ich. Okay, benutze Diener-Uniform. Wir speichern mal. Wop, wop.
In die Küche, mit in die Küche, um ein Bier zu holen, ein besonders großes Bier. Entschuldigung, ich weiß, eure Ohren bluten. Benutze Pokal mit Zapfhahn. Uiuiuiui. Uiuiuiuiui. Das ist ein großes Bier. Schau an, Pokal. Er ist randvoll mit Bier. Schau an, Krug. Er ist auch randvoll mit Bier. Toll, toll, toll. Jetzt gehen wir wieder hoch. In den zweiten Stock, da ziehen wir uns dann um, ziehen wieder die graue Uniform an. Vor meinem Fenster sind gerade Bauarbeiten, ich hoffe, die hört man nicht zu stark. Benutze graue Uniform. So. Es geht mir übrigens wieder besser, ich bin nicht mehr so erkältet wie gestern, ich fühle mich schon wesentlich besser. Bin eigentlich schon wieder relativ fit. Danke für die Genesungswünsche, das war echt lieb von euch. So, hoch in den dritten Stock. Dann speichern wir erstmal, bevor wir jetzt hier wieder irgendeinen Schusseligkeitsfehler machen, wie meine Lehrer immer gesagt haben. Hier haben wir jetzt alle Türen kontrolliert, oder? Da war nix. Nee, da war mal drin. Hier hinten war auch nichts Sinnvolles. Nee, da war die Tür mit dem wunderbaren Greenscreen-grünen Teppich. Niemand darf zum Gefangenen. Befehl vom Oberst. Biete etwas an. Krug, nehmen Sie das hier. Mmph. Den Fingerhut voll habe ich kaum geschmeckt. Und du darfst immer noch nicht hier hoch. Niemand darf zum Gefangenen. Befehl vom Oberst. Biete etwas an. Pokal. Nehmen Sie das hier. Ah. Total putzig, wie sich die Wampe bewegt. Also die Animation ist schon niedlich. Oh, der trinkt echt viel. Oh, das war... Gut, aber du... darfst immer noch... nicht hoch. Nichts zu finden. Cool. Dann gehen wir mal hier lang und da rein. Okay, die Tür drehte. Halt, halt. Öffne Tür. Die ist abgeschlossen. Was da drin? Öffne Tür. Auch abgeschlossen. Dann speichern wir aber erstmal nochmal. Wobei, nee, wir machen mal dritter Stock 2. Okay. Halt, halt! Guten Abend, Sie befinden sich in einem Sperrgebiet. Ich bin im offiziellen Auftrag hier. Darf ich passieren? Wir haben einen Eindringling. Ich muss Sie durchsuchen. Lassen Sie mich dabei helfen. Okay, nee. Ja. Ich guck grad nochmal, was wir dem Typen sagen können. Okay.
Guten Abend, Sie befinden sich in einem Sperrgebiet. Ich bin offiziell im Auftrag hier. Darf ich passieren? Okay. Mal gucken. Nee, 3-2-3, das war das Richtige. Oh Mist. Ich erkenne Sie nicht, Sie sind der Eindringling. Moment, ich habe eine Idee. Erstmal benutzen wir das Erste-Hilfe-Set. Jetzt fühle ich mich besser. Dann speichern wir. 3-3. Und dann probieren wir es nochmal. Guten Abend, Sie befinden sich in einem Sperrgebiet. Guten Abend, mein Freund. Wie ist der Wachdienst? Ich bin stets wachsam und pflichtbewusst. Und Sie sind fremd hier. Niemand darf hier ohne Passierschein durch. Biete etwas an. Passierschein. Nehmen Sie das hier. Das will ich nicht. Biete etwas an. Geld, 50 Mark. Nehmen Sie das Geld. Geld? Sie schulden mir doch gar nichts. Ich glaube, wir haben nichts, was wir dem geben könnten, das dem gefallen würde. Nehmen Sie das hier. Das will ich nicht. Nein, ich bin das erste Mal hier. Neue Befehle. Befehle? Darf ich die mal sehen? Natürlich, haben Sie eine Freigabe für geheime Dokumente? Eigentlich nicht, aber ich brauche einen schlagkräftigen Beweis. Schlagkräftig? Überhaupt kein Problem. Ich hasse dieses Kampfsystem. Ah. Nee, das gefällt mir nicht. Das mache ich nochmal neu. Ich habe nämlich ab und zu leider die falsche Taste gedrückt. Okay. Bis sich das die Ausdauer ein bisschen holt und auch die Fresse hauen. Okay, das war jetzt nicht so doll, aber besser als beim ersten Mal. Ich habe 25 Mark gefunden. Okay. Wir speichern nochmal. Nehmen das jetzt mal 3-4. Also 34. Und hoffen, dass wir hier unten. Okay, hier ist keiner. Ist da drin einer? Da ist bestimmt einer. Nö, da ist keiner. Öffne Tür. Was ist da drin? Ein unheimlich hässlicher, gelber
Teppich. Ja, und da. Ah, das habe ich gesucht. Da ist der Schlüssel drin. Schaue an. Fenster. Hey, da ist Elsa auf der anderen Seite. Was macht sie bei all diesen Nazis? Tja, gute Frage. Was macht Elsa? Elsa Schneider. Was für ein unauffällig deutscher Name. Wohl bei den ganzen Nazis. Ich weiß es nicht. Benutze silberner Schlüssel in Tür. Junior, du bist gekommen, um mich zu retten. Dad, lass uns hier abhauen. Gut, mein Sohn, du gehst voraus. Wir reden erstmal mit... Okay, nee, dann gehen wir einfach. Halt, halt! Benutze silberne Schlüssel in Tür. Hier gibt es auch nichts Interessantes. Benutze silberne Schlüssel in Tür. Und da reingehen. Ich glaube, da drin ist noch irgendwie Geld oder so. Da ist etwas Geld drin. 75 Mark. Wie viel haben wir jetzt? 150 Mark. Okay, ich glaube, wir brauchen mehr für das Flugticket, das wir gleich brauchen für den Zeppelin, aber egal. Halt, halt! Wo wollen wir denn hin? Ah, Dr. Jones. Ja? Sie haben etwas, das ich will. Ich kann Sie überreden, sich davon zu trennen. Wir könnten ihm jetzt das richtige Gralstagebuch geben oder das gefälschte Gralstagebuch, das wir als Kind angefertigt haben. Ich werde ihm das richtige Gralstagebuch geben, denn wenn wir ihm das falsche Gralstagebuch geben, entfällt die gesamte Passage in Berlin. Und damit nehmen wir uns die Chance, Hitler zu treffen. Und Hitler zu treffen, ist eine der wichtigsten Szenen für den weiteren Spielverlauf. Also geben wir ihm das Gral-Tagebuch. Ich glaube, Sie suchen nach diesem hier. Ah, das Tagebuch. Schön, dass Sie sich zur Zusammenarbeit entschieden haben, Dr. Jones. Was machen wir jetzt, Junior? Ich weiß nicht, mir fällt schon was ein. Oh Gott. Jetzt kommt eine sehr, sehr frustrierende Stelle. Jetzt müssen wir unendlich oft ziehen. Ich hoffe, ihr habt Zeit und habt euch was Leckeres zum Trinken hingestellt. Das kann jetzt ein bisschen dauern. Wir müssen nämlich bis da hinten zur Ritterrüstung. Interessant, was man damals in den 80ern noch als Gameplay bezeichnet hat. Dass da niemand auf die Idee kam, dass eventuell das hier gerade gar nicht so toll und geil für den Spieler ist und einfach nur nervig. Richtig, richtig nervig. Wobei ich sagen muss, auf Fate of Atlantis freue ich mich schon wieder. Fate of Atlantis ist wesentlich besser gealtert. Fate of Atlantis ist immer noch ein saugeiles Spiel. Außerdem kann man bei Fate of Atlantis die meisten Kämpfe mit einem Trickschlag, irgendwie so einem Kinnhaken, ausschalten. Nicht alle Gegner, es gibt Gegner, die sind dafür zu stark, aber so 90% aller Kämpfe lassen sich damit relativ schnell und zügig beenden. So, Gott sei Dank haben wir da schon die Markierung gemacht. Da müssen wir jetzt den Stuhl hinbewegen. Oh, wisst ihr, was mir gerade auffällt? Ich spüre gerade die Erleichterung, denn wir haben das Schloss durch. Wir haben es geschafft. Raus aus dem Schloss.
Endlich. So, noch einmal. Gut. Dann speichern wir nochmal, bevor wir uns jetzt hier irgendwie die Rübe wegdonnern und ziehen an der Rüstung. Junior, gehen deine Abenteuer immer so knapp aus? Und dann drücken wir mal hier auf die Statue. Scheint nichts zu passieren. Okay, dann vielleicht die andere Statue. Und dann gehen wir raus in die Freiheit. Los geht's! Ja, 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 wir sind endlich... Wir reisen besser mit leichtem Gepäck. Ich habe den ganzen unnützen Krempel liegen lassen. Wir sind endlich raus aus Schloss Brunwald. Endlich, endlich, endlich. Oh Gott, mir ging diese Passage hier so auf den Sack. Das glaubt ihr mir gar nicht. Wobei, ihr habt's ja miterlebt. Das war einfach nur unheimlich frustrierend. Und ich hab's geschafft, ohne zu cheaten. Ich bin echt stolz auf mich. Ich war so kurz davor, einfach die unendlich Leben und sonst was Cheats einzugeben. Die nebenbei nur in ScumVM funktionieren, da man die irgendwie mit der Debug-Konsole öffnet. Und ich wusste auch erst, dass die existieren. Ich weiß auch erst, dass die existieren, seitdem ich da ein bisschen bei den Rocket Beans reingeguckt habe. Ja, oh, ich bin so froh. Ich muss mal gerade meine Jacke ein bisschen höher ziehen. Ist irgendwie ein bisschen frisch geworden. Und dann benutzen wir das Motorrad da. Wobei, schauen wir es erstmal an. Ich sehe nichts Besonderes. Okay, dann benutzen wir das Motorrad einfach. Steig ein, Dad. Es geht nach Eskenderun. Nein, Junior. Wir müssen nach Berlin. Wie bitte? Wir müssen das Tagebuch zurückholen. Ohne es werden wir die drei Prüfungen nie überleben. Wie du meinst. Aha. Warten Sie. Sie müssen schon hierher kommen. Ich muss Ihren Passierschein sehen. Aber natürlich. Wie dumm von mir. Sie jämmerlich abschlappen. Ich will keine Zeit mit Ihrer Inkompetenz verschwenden. Ich bin nur ein kleiner, unwichtiger Wurm. Das ist richtig. Sie sind nur Schleim. Sie könnten mich sicher erschießen lassen. Das ist richtig. Allerdings nicht, wenn sie ohnmächtig sind. Und das regaint auch nicht, also man bekommt nirgendwo wieder irgendwie Stärke. Das ist doch zum Kotzen. Und wir haben den K.O. bekommen. Das ist mein Sohn! Lass uns gehen. Ah, da ist er. Das größte Arschloch der Weltgeschichte. Fräulein Doktor. Indy! Wo ist es? Ah, das Tagebuch. Du kamst nur für das nach Berlin. Bis bald. Hoppla. Hoppla. Okay, jetzt speichern wir, denn wir haben jetzt verschiedene Optionen, verschiedene Sachen, die wir mit Adolfchen hier machen können. Erstens können wir ihm das Tagebuch anbieten zum Signieren, wie im Film. Oder wir können etwas machen. Ich habe gespeichert, ich mache es einfach mal, weil es fühlt sich so, so unglaublich gut an, das zu tun. Adolf, mein Freund, hat dir eigentlich schon mal jemand die Fresse poliert? Nazis, ich hasse diese Kerle. Indy! Und da geht er weiter. Wir wünschten, Indy wäre in die Geschichte eingegangen, als der einzige Amerikaner, der Hitler geschlagen hat. Dummerweise hat nie jemand davon gehört. Ja. Ich
lade mal kurz und dann trinke ich einen kleinen Schluck guten alten Chai Latte. Ich hoffe, ihr habt euch auch irgendein gemütliches, warmes Getränk gemacht. Es ist ja immerhin ziemlich kalt geworden. Ah, ist das gut. Ja, wie gesagt, wir könnten jetzt Hitler das Gralstagebuch anbieten. Wir können ihm eigentlich alles geben zum Signieren. Also, was geben Hitler mal zum Signieren? Vielleicht den Passierschein. So, jetzt haben wir einen vom Führer signierten Passierschein. Damit kommen wir jetzt durch alle Straßensperren ohne Probleme. Uff! Nun, hast du es gekriegt? Ja, ich hab's. Wunderbar, auf zum Flughafen. So. Soll ich weiterspielen oder einen kleinen Cut machen? Ich glaube, ich mache einen Cut. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge, die dann auch hoffentlich die letzte Folge wird. Denn wirklich viel zu tun ist nicht mehr, glaube ich. Okay, vielleicht zwei Folgen noch. Freut mich, dass ihr eingeschaltet habt. Wenn es euch gefallen hat, lasst doch ein Like da. Und denkt dran, ich hab euch lieb. Tschüss.